Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Pressestatement vor der Fraktionssitzung mit Dietmar Bartsch. Du hast das Wort. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Nach doch längerer Pause beginnt jetzt wieder der Betrieb im Deutschen Bundestag. Ich hoffe, auch Sie hatten nette Ostern und ein paar freie Tage. Nee, leider nicht. Wir auch nicht. Ich will heute nichts sagen zur Klausur der Bundesregierung in Meseberg, weil dazu ist nicht so sehr viel zu sagen. Viele Spesen, ansonsten wenig gewesen. Ich habe vier Punkte, zu denen ich heute einige Bemerkungen machen will. Natürlich zuerst zur Situation in Syrien. Ich will zunächst noch mal klar und deutlich festhalten, dass für die Linke selbstverständlich jeder Chemiewaffeneinsatz völlig inakzeptabel ist. Das gehört aufgeklärt und die Verantwortlichen müssen zur Verantwortung gezogen werden. Aber es ist genauso klar, dass man nicht, bevor klar ist, wer wofür die Verantwortung trägt, derartige Einsätze, wie sie gefahren worden sind, durchführt. Ich finde, das, was Herr Trump dort via Twitter ankündigt, das ist so eine Art und Weise, Politik zu machen, die nicht akzeptabel ist. Ich bezeichne das als spätpubertäres Rüpeltum. Wenn so Weltpolitik gemacht wird, via Twitter, wenn so Militärangriffe angekündigt werden, dann sind wir in einer Situation, wie ich sie vielleicht noch vor 10 Jahren als unmöglich angesehen habe. Und es ist eines ganz klar, diese Angriffe sind völkerrechtswidrig. Und ich finde gerade die westliche Wertegemeinschaft, die sehr viel Wert darauf legt, dass das Völkerrecht eingehalten wird, kann nicht selbst so agieren ohne Beschlüsse des Sicherheitsrates, egal welche Blockaden wie zustande gekommen sind. So geht es wirklich nicht. Es müssen andere Grundlagen geschaffen werden. Die Linke wird dort immer Partei des Völkerrechts bleiben. Natürlich appellieren wir an die Vernunft, dass es eine Lösung für diese Region gibt. Und da tragen selbstverständlich die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates eine besondere Verantwortung. Die müssen in den Dialog kommen, die müssen eine Lösung finden, weil bisher es ist alles zulasten der Zivilbevölkerung, zulasten von Frauen und Kindern in der Region, und das ist nicht zu akzeptieren. Ja, wir finden es vernünftig, dass Deutschland sich an den militärischen Aktionen nicht beteiligt hat. Aber es ist auf der anderen Seite inakzeptabel, wenn politisch diese Aktion unterstützt wird. Ja, ich finde richtig, wenn Frau Merkel den Außenminister dort korrigiert hat. Das ist vernünftig und ich bin sehr enttäuscht von dem bisherigen Agieren von Heiko Maas. Als SPD-Außenminister, wo man ja auch aktuell Äußerungen des heutigen Bundespräsidenten, des ehemaligen Außenministers Gabriel hört, das ist schon eine Korrektur in der Außenpolitik, die keine gute für die Sozialdemokratie ist. Ich halte es da weiterhin mit Helmut Schmidt, der festgestellt hat, lieber 100 Stunden und sei es ergebnislos verhandeln, als eine Minute schießen. Wir als Linke haben versucht, mit unseren Mitteln und werden das auch in dieser Woche machen, klar zu machen, wo unsere Position ist. Wir haben am letzten Freitag zwischen den Botschaften der Vereinigten Staaten, Russlands, Frankreichs und Großbritanniens einen Friedensspaziergang durchgeführt. Wir werden morgen um 18 Uhr eine Kundgebung durchführen, wo wir auch mit Vertretern der Friedensbewegung appellieren, dass friedliche Lösungen geschaffen werden, aber auch im Parlament hatten wir zunächst eine Aktuelle Stunde beantragt und es wird dankenswerterweise so sein, dass wir eine vereinbarte Debatte morgen im Deutschen Bundestag haben werden. Auch da wird unsere Position sehr klar und eindeutig beschrieben werden. Eine zweite Bemerkung will ich zu Herrn Macron machen, der heute vor dem EU-Parlament in Straßburg eine umfangreiche Rede gehalten hat. Viele der Dinge, die er gesagt hat, kann man unterschreiben, gemeinsam in Europa, Verantwortung füreinander in Europa und viele andere Positionen für Integration. Sehr, sehr viele schöne Worte. Ich fordere vor allen Dingen von der EU und auch von der deutschen Seite Taten ein. Fakt ist, wenn er davon spricht, dass es eine Wiedergeburt Europas geben muss, ist das erstmal eine ganz klare und sehr deutliche Kritik an der bisherigen Europapolitik und ist auch eine deutliche Kritik an Angela Merkel. Aber eines ist auch ganz klar, wenn es eine Wiedergeburt Europas geben soll, dann kann es sich nur um ein soziales Europa handeln.
Die soziale Komponente muss in anderer Weise im Mittelpunkt stehen, damit wir nicht in Europa ein weiteres Auseinanderdriften haben innerhalb Europas und innerhalb der Länder. Denn es ist selbst in den ärmsten Ländern Europas so, dass es auf der anderen Seite einen obszönen Reichtum und bittere Armut gibt. Und diese Entwicklung muss endlich korrigiert werden. Deswegen, wir wollen Taten sehen und wir brauchen unbedingt ein soziales Europa. Eine dritte Bemerkung will ich zu dem heute vorgelegten Entwurf aus dem Bundesarbeitsministerium machen. Ich war ja zunächst sehr begeistert, als ich gehört habe, dass der Übergang von Teilzeit und Vollzeit nunmehr neu geregelt werden soll. Das ist eine Forderung, die ja auch im Wahlkampf von vielen Parteien gestellt worden ist, auch von der Linken. Ich bin allerdings sehr entsetzt, dass es sich um eine Regelung handeln soll, die erst in der Zukunft gilt. Das heißt ab 2019. Ich finde das völlig inakzeptabel. Denn ich will auch deutlich sagen, im Wahlkampf ist auch von den Sozialdemokraten anderes gesagt worden. Und selbst vor dem Mitgliederentscheid ist anderes gesagt worden. Wenn es eine solche Regelung gibt, die erst die Zukunft betrifft, ist das für mich völlig inakzeptabel. Und ich hoffe und erwarte, dass in den parlamentarischen Beratungen dies wirklich noch verändert wird. Dazu kommt, dass es ja Betriebe ab 45 Arbeitnehmerinnen betrifft, die ein entsprechendes Recht haben sollen. Ja, das wäre ein Schritt nach vorne. Aber es kann überhaupt nicht sein, dass es diese Begrenzung gibt, dass es keine Regelung ist, die alle, die jetzt in Teilzeit sind, betrifft. Ich finde, hier muss dringend verändert werden. Hier muss es eine ganz andere Qualität des Gesetzes geben. Eine letzte Bemerkung will ich machen zur Berufung des neuen Pflegebeauftragten der Bundesregierung. Ich muss jetzt noch mal gucken. Andreas Wester-Fellhaus heißt der Mann. Ich finde vernünftig, dass es eine solche Berufung gegeben hat. Ich wünsche Herrn Wester-Fellhaus alles Gute. Ich wünsche, dass er die Interessen der 1,2 Millionen Pflegekräfte und Hebammen wirklich in Konsequenz wahrnimmt. Ein Beauftragter ist ein richtiger Schritt. Auch die Linke hat das seit langem gefordert. Er wird unsere Unterstützung haben, aber Fakt ist auch eins. Wenn er die Interessen wahrnimmt, dann muss das deutlich über die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hinausgehen. Denn die 8.000 Pflegekräfte sind eindeutig zu wenig. Das ist nur ein, wenn auch großer Tropfen auf den heißen Stein. Es muss Regelungen geben für die Entlohnung. Es muss ein Gesamtkonzept geben. Ich wünsche, dass der Pflegebeauftragte hier auch für das Land und für die Beschäftigten Interessen wahrnimmt. Dann wird er die Unterstützung der Linken auch erfahren. Dankeschön, Dietmar Bartsch. Gibt es Nachfragen Ihrerseits? Frau Heescher. Also sehr gern. Nur noch mal zur Klarheit. Sie mögen sozusagen den Zeitablauf jetzt beim Thema Teilzeit nicht, aber Sie würden alles, was Betriebsgrößen und so weiter angeht, teilen. Nein, ich finde, die größte Kritik ist das Thema ab 1. Januar 2019, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich finde das wirklich also ein Unding. Es ist etwas völlig anderes gesagt worden. Es ist auch was völlig anderes noch vor dem Mitgliederentscheid den sozialdemokratischen Mitgliedern gesagt worden. Dieses ist nicht akzeptabel. Und wenn es dann nur Betriebe ab 45 Arbeitnehmer betrifft, ist das natürlich auch ein Problem. Aber das sind ja Dinge, über die man in den parlamentarischen Beratungen auch noch sprechen kann. Aber der Kernvorwurf ist der, dass es wirklich nur die Zukunft und dann noch ab dem Jahr 2019 betreffen soll. Ich finde das wirklich nicht akzeptabel. Noch eine Frage, Frau Heescher. Ich möchte Herrn Macron stellen. Der hat ja heute nicht alle Forderungen wiederholt, die er schon mal bei seiner Sorbonne-Rede gehalten hat. Aber was halten Sie jetzt von seinen europapolitischen Vorschlägen und auch die ersten Reaktionen, die es aus der Koalition dazu gibt? Also ich sage das nochmal. Ich finde, dass Herr Macron in vielen Fragen wirklich interessante und positive Formulierungen gefunden hat. Da ist auch manches von der Linken zu unterstützen. Ich würde nur das gerne konkreter haben. Und ich finde interessant, dass die Reaktion der Großen Koalition doch, ich will es mal so sagen, differenziert sind. Denn wenn ich mir den Koalitionsvertrag anschaue und sehe, dass es mit dem Europakapitel beginnt, dass das weit vorn steht und dass da doch auch wiederum in Worten eine ganze Menge Substanz drin steckt, wundere ich mich, dass das Engagement doch nicht so groß ist. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie mit Frankreich, aber nicht etwa ein deutsch-französisch geprägtes Europa, sondern mit allen anderen Ländern ein Konzept entwickelt, was über das bisherige hinausgeht. Denn ich sehe das so,
Die Auslassung von Herrn Macron, der eben wirklich von Wiedergeburt spricht, das heißt ja, dass irgendwas gestorben sein muss. Und das, was gestorben ist, das hat mit der Politik von Angela Merkel zu tun. Die hat offensichtlich diese Ergebnisse, die jetzt diese Anforderung von ihm heraufbeschworen haben, zu verantworten. Können Sie den letzten Punkt präzisieren? Was Angela Merkel betrifft? Ja. Der Fakt ist, wir haben noch jetzt eine Situation. Wir müssen uns das anschauen. Der Brexit in Europa. Wir haben weiterhin eine nicht bewältigte Finanzmarktkrise. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern, die weiterhin über 40% ist. Da wächst eine Generation Hoffnungslosigkeit heran. Und wenn das der Ist-Zustand ist, dann muss doch ganz klar sein, dass die Priorität liegen muss, darauf ein soziales Europa zu schaffen, damit nicht eine Generation Hoffnungslosigkeit, Armut in Europa, dass das nicht Standard wird. Und ähnlich trifft es auch zu für das Thema Zuwanderung. Hier müssen endlich europäische Lösungen mit allen gefunden werden. Das ist die Herausforderung. Und da erwarte ich jetzt weniger Reden, sondern konkretes Handeln. Das ist eine Aufforderung an die Bundesregierung. Da kann ich sagen, ja, es gibt Anknüpfungspunkte bei Herrn Macron. Aber es gibt natürlich aus linker Sicht auch Kritiken. Wie bitte? All diese Punkte würden Sie Frau Merkel anlasten? Also Frau Merkel ist aus meiner Sicht gefühlte 100 Jahre Bundeskanzlerin. Und Fakt ist, wenn die jetzige Situation mit ihr nichts zu tun hat, das wäre schon einigermaßen kurios. Natürlich trägt die Politik, die über Jahre durchgeführt worden ist, wo Haushalte oben stehen und nicht die Menschen, dafür eine Verantwortung. Dass Angela Merkel für die Gesamtsituation nicht verantwortlich ist allein, na, das ist doch völlig klar. Natürlich hat sie beim Brexit nicht mit abgestimmt, aber natürlich hat die Politik Auswirkungen gehabt. Natürlich hat deutsche Politik in all diesen Ländern, wissen Sie, wir alle wissen, dass das Ansehen Deutschlands in den letzten Jahren in Griechenland, in Italien, in Spanien nicht gestiegen ist. Da haben wir doch ein Problem, da müssen wir doch nachdenken, haben wir vielleicht auch Fehler gemacht. Die deutsche Neigung, dass wir alles richtig gemacht haben, im Übrigen auch eine linke Neigung, die muss ja nicht immer stimmig sein. Dann war es das. Dankeschön für Ihr Kommen und wir wünschen einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Dankeschön.